Das Land der Lappen ist ein großes und naturverbundenes Land. Es erstreckt sich von einem Meer zu einem zweiten, ja zu einem dritten und säumt verschiedene Welten. Es erstreckt sich so weit, wie es Wald gibt, bis hin zu den eisigsten Polen, die im kalten Nebel verschwinden. So ist Lappland das Land von Nebel und Schnee, das Land der sanften Lichter, der Rentiere und Wolfshunde. Das Land ohne Nacht und die Nacht ohne Tag. Es ist dasselbe Land, das uralte Feuerlappland, in dem in alter Zeit auch die allergrößten Seher, Wahrsager und Zauberer wohnten. Das Land der Trolle, Kobolde und Naturwesen, die alle hier zu Hause sind. Lappland ist ihr Land. Und sie sind Teile von Lappland, wie jeder in gewisser Weise ein Teil von Lappland ist. Sichtbar oder nicht, und legt sich schützend und vorausschauend über das Land und die Leute. Wenn Lappland seine nächtlichen Lagerfeuer anzündet, erhebt sich ein Glühen, das die Wälder und Himmel in ein schimmerndes Meer verwandelt. Du magst es bezweifeln, doch bist du einmal hier gewesen und hast den Ruf des Nordens vernommen. Der Ruf der Stille, in der so viel ungeborenes Treiben sichtbar wird, wirst du immer zu Hause sein. Lord.